and stop Doomsday. What a joke that is. But Terrace Land is being destroyed bit by bit every day. Chaos and blood provide the best ground for evil to take root in. All tragedies stem from greed and lust. So, ich habe jetzt mal ganz kurz das Intro laufen lassen. When we met many years ago, oh Gott. I realized that you are special. So go ahead. Okay, gut. Join the Hollow. Ja, rede weiter. Kommt zum Ende. Their trust. Come on, hör jetzt auf zu reden, Mann. Sei leise. We'll save Terrace Land together. Sagen wir mal so. Also, es ist Terrace Land. Es ist ein neues MMORPG. Ich muss auch sagen, es klingt schon mal sehr deutsch. Ich kann ja mein Reich ändern. Das finde ich schon mal, also schon ziemlich geil, ehrlich gesagt. Haben die wenigsten Spieler. Das ist schon mal geil. So, EOW ist natürlich der beste Server. Okay, es gibt bisher so gemischte Rezensionen und ja, es ist ein bisschen, es ist durchwachsen. Ich muss auch dazu sagen, dass es hier alles ein bisschen, ja, wie schon viele sagten, unfertig ausschaut. Ich habe hier, also ich suche irgendwie so ein Menü oder so, aber ich habe nicht mehr irgendwie ein Menü. Entwicklerfeedback. Was ist das hier? Der ich crash das Games Button oder so. Nee, was kann ich noch? Ankündigungen. Da kann ich wahrscheinlich raus. Gibt es hier nicht irgendein. Warte mal, was ist das hier? Ah, perfekt. Okay. Ich würde sagen, ich habe zwar keine Einstellungen, aber wir klicken einfach auf Spielen. Keine Ahnung. Okay, wir haben eine Charakterauswahl. Ja. Fangen wir an, was haben wir? Wir haben einen Krieger. Wir haben hier schon mal extrem unverständlich. Keine Ahnung, was das bedeutet. Ist der Tank Schaden und Nahkampf oder ist der. Also wahrscheinlich ist es so, keine Ahnung. Ja, schaut so aus. Okay. Also Krieger ist ein Tank, ist ein DD und das ist ein Nahkämpfer. Dann haben wir den Barbarenkämpfer, er ist exakt das gleiche. Beweglichkeit und Gruppenbedeutung ist noch interessant. Sehr hohe Gruppenbedeutung, sehr hohe Beweglichkeit. Ich sehe schon den neuen Blade auf alle Fälle. Set-Vorschau, okay, schaut krass aus. Hier haben wir männliche und weibliche, das Ding ist nur männlich, okay, finde ich gut. Das wäre eigentlich lustig, wenn ihr wechseln würdet und die Gruppenbedeutung würde einfach steigen, dann ist wäre geil. Genau. Ja, kann man mögen, muss man mögen, oder muss man auch nicht mögen. Das ist hier ein Paladin, es ist wieder Tank, Schaden und Nahkampf. Also, ja, Schaden, Heiler und Fernkampf ergibt Sinn, ja, was haben wir hier noch für einen? Schattenschwertkämpfer, Schaden und Nahkampf, aber kein Tank. Also ich weiß halt nicht, ob das irgendwie Sinn macht, halt so einen Typen zu nehmen, weil man eben auch den anderen haben könnte. Und vor allen Dingen, wenn die halt eine geringere Gruppenbedeutung hat. Also, ich meine, es ist natürlich jetzt nur gerade einfach so die Hardstats, die man miteinander vergleicht, aber ja. Phantom-Totenbeschwörer. Das klingt schon mal richtig geil, den nehmen wir auf alle Fälle. Was ist das? Männlich, weiblich? Gibt es nur den? Okay, gut. Frisur, ja. Was weiß ich. Hautfarbe, okay. Braunfarbe, lol. Okay. Na gut, Art der Augen, bla bla bla. Gewicht, 50 Kilo. Okay. Na, wie auch immer. Bitte unterlasse es, deinen echten Namen zu verwenden. Warum denn? So, ja. Also ich kann übrigens auch noch keine Grafikeinstellungen machen oder so. Wahrscheinlich gibt es die nicht mal. Ich weiß nicht warum, aber schauen wir mal. Okay, wir haben erstmal ein klassisches Tutorial. Oh Gott, man dreht sich nicht um, indem man einfach die Maus hin und her bewegt. Man muss die rechte Maustaste gedrückt halten. Haben wir hier Einstellungen. Einstellungen, let's go. Hier haben wir jetzt. Okay. Bildraten, Einstellungen 90. Was, Überhitzung? Oh, fuck.
Holy fuck. Wenn du da irgendwie hörst, so hier in Bayern ist ein Haus abgebrannt, dann wirst du das, weil ich Audioautomatik spielen, kein Plan, Bullet Screen, okay. Hintergrundmusik nochmal auf leise. Feste Kamera. Okay, Grafikeinstellungen 4K, perfekt. Angepasst. Was ist das denn bitte für ein... What? What? Grafikeinstellung 4... Okay, keine Ahnung. Bla bla bla, okay, gut. Ich meine, es gibt ein paar Einstellungsmethoden und so, das ist ganz nett. Keine Ahnung, was das hier ist. Ja, kein Plan. Okay, kann ich irgendwie Auto-Attacks machen? Gibt's keine Auto-Attacks? Oh, das Casting ist krasses. Ah ja, okay. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also okay, man muss halt ein bisschen dodgen und so weiter. Ist halt normal gewissermaßen. Nee, ich glaube, ich muss die Kamera wieder umstellen. Das passt mir gar nicht. Freie Kamera. Freedom. Okay, was ist hier? Was geht weiter? Besiege den leeren Feind. Okay, besiegen wir den leeren Feind. Das Spiel ist übrigens free to play. Knochengeist. Ah ja, der kämpft für mich. Das war ein Crit, okay, den Kampf verlassen. Hä, warum kriegen wir einfach random Skills? Einzel-ANG. Was ist ein Einzel-ANG? Gruppen-ANG. Ach, Gruppenangriff! Oh mein Gott, okay. Nummer 5 ist ein Gruppenangriff. Also kriege ich automatisch irgendwas. Oh, okay. Was das wirke, die Beschriftung des Steins würde ich auch noch lesen und kämpfen. Was macht das? Ich mach's einfach. Ich weiß, in kurzer Zeit ist ja krass und jetzt irgendwie nicht mehr so. Also irgendwie machen allen möglichen Dingen Schaden, aber da ist nicht mehr irgendwas. Das gibt gar nicht wirklich so Sinn. Kann ich auch schneller laufen? Kein freizugebendes Spiel. Okay. Also schaut schon krass aus. Irgendwie. Oh. Warum hab ich auf einmal so einen Hammer in der Hand? Oder bin das nicht ich? Die Voice Lines sind jetzt so. Naja. Kann man machen? Teamnamen geschickt. Hä, das sind doch NPCs oder das sind noch keine Spieler. Ja. Geh weiter. Holy fuck, okay. Also ich weiß nicht, was im Game abgeht. Du killst so den, oder musst den krassesten Endboss innerhalb der ersten 5 Minuten killen. Ja, okay. Gut. Interessant. Ja, Skillshot schon krass aus und so. Oh Gott. Freizugehendes Spiel. Okay, da kam gerade ein Heal. Das kenne ich aus Flife, ja. Da bin ich. Aua. Okay, also es ist definitiv halt ein MMORPG, wie man schon merkt. Aber ja, ich glaube, es wird so ein bisschen wie WoW sein, habe ich so das Gefühl. Ich glaube, es ist nicht WoW. Also, du hast auf alle Fälle Healer und alles Mögliche und so. Aber es fühlt sich irgendwie... weiß nicht. Was? Ja, und was wir jetzt machen? Hä? Todesmeteor, 52 Schaden?
Ja. Wo war mein komisches Double da eigentlich? Sehen. Warte, war das das? Ich soll vielleicht mal lesen, was das bringt. Ach, ich kann es nicht lesen, wie ich es gebraucht habe, lol. Ich bin gerade krass irgendwie. Ein Feuerelement ist erschienen, besiege. Was ist ein Feuer? Oh, lol. Hier, ich habe mein AOE und den ganzen Stuff. Na komm. Aua, 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 aua. Habe ich irgendwie Heal oder so? Kann irgendwas heilen? Kann ich mich heilen? E, Inventar? Okay, Inventar, geil. B vielleicht für Inventar? Nee, auch nicht. Was? Nein? Das sind zwei Spieler down, okay. Ja, es ist ein bisschen komisch. Ich bin auch irgendwie Level 18 da oben. Oder vielleicht bin ich 18 Jahre alt. Ich habe keine Ahnung. Ja, es ist irgendwie krass. Wenn ich so nur altes Game wie Flife mit ihm gerade vergleiche und mir so denke, Flife war besser. Okay. Okay, Loading Screen random? Ja, das gibt's halt in Flife einfach nicht. Hä? Und jetzt? Wie jetzt? Okay, neue Reise beginnen. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Ich habe jetzt irgendeinen Boss gekillt, war irgendwie umsonst. Jetzt beginne ich eine neue Reise. Das ist super verwirrend alles. Mein Charakter läuft übrigens gerade von selbst. Hallo? Okay, also den Bugs, den es in Flife gibt, gibt es ja auch. Okay, interessant. Gefreiter Tiny. Versammle Gefährten. Hey Fremder, du bist wach. Ich weiß, was du fragen willst. Ich habe ganz viele Fragen, aber ich glaube, du hast keine Antworten drauf. Wir sind der Schneelöwenclan des Gardino Eisfelds und ich heiße Elsa. So unglaublich, dass auch klingen mag. Bla 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 bla. Dein Haus ist leicht zu finden, du erhältst 2100. Und Sand des beschrifteten Steins. Warum laufe ich schon wieder automatisch weg? Hä? Nein. Talentpunkte. Aufwachen. Warum nicht jetzt Level 41? Warum habe ich jetzt einen Mount? Was passiert denn? Warum kriege ich den ganzen Tag irgendwelche Talentpunkte? Talentpunkte? Was? Hä? Was passiert denn? What? Rucksack B, okay. Leinen PKT? Okay. Kann ich sortieren? Sortieren. Angelrute für Anfänger. Okay, ich kann angeln. Man kann angeln. Man kann collecten. Geil. Verkaufen. Reparieren. Lagerhaus. Hä? Nein, mein Mount ist weg. Nein, stopp, 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 stopp. Okay, komm wieder aufs Mount. Ja. Schreibt mir in die Kommentare, was denkt ihr, aus welchem Spiel, aus welchem Jahr würdet ihr sagen, so kommt das Spiel? Oder aus welchem, oder von welchem Jahr wird man dieses Spiel erwarten? Sagen wir mal so. Würde ich sagen, jetzt so 24. Oktober 2024 oder vielleicht so 2016 oder 2011 vielleicht? Weil, warum ist es so schnell weg? Mein Gott. Das beschriftet schon. Okay. Ersten Knoten. Ich habe 100. Das ist doch safe irgendeine Ding werden, oder? Für neue Linien wurde ein Herz des Drachenknoten zugefügt. Bei Aktivierung durch das Drachenmuster. Okay.
abilities and attributes. Okay. Stones in a variety of ways or adjust your upgrade plan. Focus 0 von 5. Focus ist wahrscheinlich sowas wie Int. Nochmal Focus. Wie viele Punkte habe ich jetzt eigentlich? Sehe ich irgendwo die Punkte? Erhalten 100 von 91.500. Okay, muss ich schon mal nicht kaufen, ist schon mal cool. Start. Tägliche Aktivität. Kommende. Ja, toll. Warte mal, die haben ein Game entwickelt? Warte, was? Ich kann nicht skillen, weil ich beschriftete Steinenergie brauche. Aber um die Steinenergie zu verdienen, muss ich tägliche Aktivitäten ausführen, die es noch gar nicht gibt. Okay. Ich meine, vielleicht kann man die irgendwie anders verdienen und so. Wow, der Marke hier ist ziemlich cool. Okay. Ja, also grafisch muss ich sagen, finde ich es gut. Es ist halt low poly. Das ist halt voll okay. Auflösung ist einwandfrei, kann man sich nicht beschweren. Ja. Das Intro war ziemlich cool. Es war ziemlich high quality, würde ich sagen. Übersetzung ist okay bisher. Ich weiß nicht, warum ich jetzt 48.000 HP habe, warum 41 Level habe. Silbermünzen, Goldmünzen, Kristall. Teambildungslobby. Okay. Okay. Ja, ich weiß nicht. Also hat das hier gerade aktuell das Potenzial, das neue FLIFE oder WoW zu werden? Ah, es ist schwierig. Und das Ding ist auch, mein PC, der rastet aus, das ist brutal. Also meine Grafik. Ich kann es gerade nicht raustappen, aber. Ja, also das Ding ist ein. Holy fuck, ich kann Fernwärme fördern. Also. Das Spiel braucht halt super viel Leistung, was ich nicht ganz verstehe. So, warum halt? Also, ja, das Spiel spielt sich auch so ein bisschen von selbst teilweise, das ist ganz komisch. Ich habe gerade nichts gemacht, ich mache immer wieder nichts. Es spielt sich einfach von selbst irgendwie. Kampf betreten. Ah ja, jetzt bin ich mitten im Kampf, okay. Hä? Stürmen des Turm. Ah, lol. Okay, krass, das hat irgendwie richtig viel Schaden im Gegensatz zuvor. Was ist Q? Hä? Oh, come on. Was ist E? Geliehene Zeit. Da kommt gerade ein anderer Spieler. Ich mache irgendwelchen Sachen Schaden, aber ich weiß nicht, was das immer ist. AOE. Ach, wir können nicht AOEen. Wir können nicht AOEen, weil... Der kann AOEen. Warum kann der AOEen und ich nicht? Okay, die Quests sind auf alle Fälle schon mal so irgendwie auf meinem Niveau. Einfach stumpf irgendwelche Sachen killen, das finde ich gut. Was haben wir jetzt bekommen? Das Secret, okay. Brauche nicht kämpfen, weil ich kann auch einfach aus der Range rausgehen. Das sieht übrigens cool aus. 2000 mit irgendwelchen Münzen. Was habe ich gerade? Was waren das gerade für Münzen? Warte mal, war das hier? Sind das diese Fertigkeit? Nee, hä, was ist denn jetzt? Talent? Talente wollte ich, oder? Hä? Entwicklung. Oh, was ist Nummer 7? Komm dann. Charakter. Erscheinung.
Ah, da kann man einkaufen, okay. Sind aber nur Skins, oder? Ja, schaut nach Skins aus. C. Ah, okay. Wir haben Intelligenz, Ausdauer, Angriff, Lebenspunkte. Int, Dex, STR. Ne, es gibt keinen Sinn. Ausrüstungspunkte. Gear Score. Ja, wo war ich denn vorher gerade drin, wo ich die Dinger vergeben wollte? Werkstatt. Okay, ist glaube ich alles noch zu weit, wo ich aktuell bin. Pferdetalente waren es doch, oder? Warum ist das schon automatisch geskillt? Ich komme nicht mit. Ach hier, beschrifteter Stein. Ah, jetzt haben wir zwei von irgendwelchen komischen Punkten. Okay. Hätten jetzt alle Punkte weg? Wann hat er gerade 200 gekostet? Forscher, okay. Okay, und jetzt bin ich wieder ein Stück krass, oder wie? Boom. Bring mich AOE-Spells, oder? Okay, naja. Begleite Secret zum Lager. Na gut. Einzelgruppenangriff. Kann ich aber aktuell nicht casten. Aber wegen was? Warum kann ich meine Gruppe... Erst keinen Gruppenangriff. Jetzt wieder nicht, oder? Okay. Jetzt. Ganz, ganz komisch manchmal. Ja, ich weiß nicht. Man ist direkt so überfordert mit 1000 Skills irgendwie. Ja. Also ich gebe jetzt noch die Quest ab und dann beende ich die Folge. Ich muss sagen, ich weiß nicht mehr genau, warum ich das Spiel auf meiner Wunschliste hatte. Vielleicht habe ich den Entwickler davon, also habe ich den gefolgt oder so. Bin ich dem gefolgt auf YouTube. Ja, also es ist... Also wenn es jetzt wirklich ein Solo-Typ macht, dann so, okay, dann GG, good job. Wenn es hinter halt so ein mittelgroßes Studio steckt, dann muss ich jetzt sagen, so, ja, nicht wirklich GG. Muss dann auch mal ein bisschen in Relation sehen. Also wenn hier wirklich ein 5 Millionen Euro Budget dahinter stand, dann bin ich mir nicht so sicher, ob das jetzt so krass ist. Also es ist nett gemacht auf alle Fälle und ich glaube, es könnte in Zukunft schon noch ein bisschen besser werden. Ich meine, es wurde erst released und so, aber... Zumindest aktuell muss ich sagen, es spielt sich nicht gerade so wirklich gut irgendwie. So, jetzt haben wir gerade auch das erste Problem. Denn hier haben wir oben einen Questmarker. Ach, oh. Ah, okay. Achso, Dämonen. Ah ja, okay. Für diesen kann es kleinen Vorteil, kein Problem, alles gut. Ich klicke einfach alles durch. Je mehr ich klicke, desto mehr Leute sterben. So, okay. Ich weiß immer nicht, was das gerade war. Sind das XP vielleicht? Das sind, glaube ich, XP. Hä? Was ist denn gerade?
habe ich da gerade angeklickt? Ach man. Na gut, ah ja, da ist noch was Interessantes. Balliste reparieren. Ah, okay. Wird vielleicht noch interessant. Sollten wir es vielleicht noch schnell machen? Oh, jetzt bin ich schnell. Besiege die Dämonenwachen. Ah, Stachelkraut platzieren, okay. Ich kann ja auch einfach Hit'n'Run killen, oder? Was haben wir da hinten noch? Kann ich das Ding nutzen oder so? Irgendwie heile ich mich auch die ganze Zeit, ich weiß nicht warum. Okay, das hilft schon mal ganz gut mit. Bisschen Tower Defense und so auch, ist auch ganz nett eigentlich. Da hinten ist richtig Action, keine Ahnung, wer da kämpft. Ja, okay, ich heile mich irgendwie wieder wie krass. Irgendein Banner wieder, okay. Ja, aber mega viel Schaden und so, keine Ahnung. Okay. Das Ding schießt einfach weiter, jetzt nicht mehr. Hä? Was hab ich jetzt wieder? Ach, das ist der AOE. Ah, auch zum Sammeln und so, cool. Ja, okay, das gefällt mir jetzt zumindest. Ich bin halt irgendwie ein bisschen overpowered gefühlt. Also es fühlt sich halt zumindest so an, ob ich jetzt wirklich overpowered bin oder so, keine Ahnung, aber... Habe ich irgendwie Mana oder so? Oder kann ich einfach durchcasten bis zum Ende der Welt? Also ich stehe jetzt da einfach und kann ein bisschen AOE trampeln. Ja. Ja, es ist halt ein, ich sag mal so, als Indie-Game wäre es glaube ich jetzt mal ganz nett und so. Ich meine, es ist natürlich auch kostenlos, also Free-to-Play zumindest nicht kostenlos. Also wenn es wirklich, wenn sich das Spiel wirklich nur durch Cosmetics finanziert und man möchte irgendein kostenloses MMORPG haben, was wirklich günstig ist, dann glaube ich, ist es schon ganz witzig und ich glaube natürlich auch, mittlerweile haben einfach alle so hohe Standards irgendwie, dass es halt ja sehr, sehr schwierig geworden ist, Spiele halt eben zufriedenzustellen und jeder erwartet einfach das, immer das Maximum, egal ob das Spiel jetzt 100 Euro kostet oder kostenlos ist. Ich meine, hätte ich damals so ein Game gefunden, wäre ich irgendwie, glaube ich, voll happy gewesen, hätte irgendwie mega Bock gehabt und hätte irgendwie, glaube ich, richtig Spaß gemacht und so. Aber man ist einfach verwöhnt, das ist natürlich das Problem. Genau. Finde der, ja, okay. Irgendein Amulett, okay. Die Darstellung gefällt mir. Wow, okay, 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 okay. Das sind auf alle Fälle viel zu viele Artists. Krass, okay. Also die Cinematics sind wirklich 10 von 10. Ja, ist ja schon gemacht. Nee, sieht echt nicht schlecht aus, muss ich sagen. Also jetzt aller Kritik von vorher mal zum Trotz. Es schaut interessant aus.
Ja, schon schön irgendwie. Ich meine, ich lese jetzt nicht unten die Dinger mit, die Subtitles, aber ansonsten. Ja. Schaut nicht schlecht aus. Gut, ich weiß natürlich jetzt nicht, inwieweit halt solche Zwischensequenzen halt wirklich notwendig sind in so einem Game. Also manche mögen es, manche nicht. Ich bin das halt nicht so der Story-Typ, deswegen kann ich jetzt nicht so viel mit anfangen. So 30 Sekunden maximal würde ich cool finden, alles drüber hinaus finde ich dann schon ein bisschen anstrengend. 20 Sekunden reicht eigentlich auch schon. Genau, also man kann auf alle Fälle nicht sagen, dass sie sich da nicht irgendwie Arbeit gemacht haben. Ganz im Gegenteil, hier glaube ich steckt wirklich richtig viel Arbeit drin. Und das muss man auch mal sagen. Ich meine, ja, wir haben jetzt hier gerade keinen Cent dafür gezahlt. Und das ist schon cool. Rüstungspunkte 112 ist auch schon gemacht und so, okay. Genau. Okay, man verdient sich da quasi so die Rüstung. Ja, es ist, okay, was ist angelegt oder was ist nicht Ausrüstung? Aktuell, ah ja, okay. Das ist ja cool. Die hatten echt mega viel Spaß beim Designen irgendwie. Okay, also ich muss sagen, die Tiere sind... Oh Leute, ist das cool gemacht. Die Tiere sind geiler gemacht als in Fly. Oder zumindest genauso geil. Also es hat schon echt was irgendwie. Eisdrache. Ja, den kennen wir doch, oder? Ja, ich weiß es nicht. Es ist echt. Ich bin so unsicher irgendwie. Also hier in diesem Spiel steckt wirklich mega viel Arbeit drin. Also die Designer hier wirklich Chichi. Wirklich richtig gut gemacht. Reittiere sind auch krass. Also, ich weiß nicht. Ich glaube, es ist kein Ersatzflip. Ganz im Gegenteil. Aber. Jo, also die Designer, die haben richtig Spaß gehabt. Blutiger Albtraum. Geh jetzt. Beten. Keine Ahnung. Holy shit. Ja, okay. Ja, lol. Übertreib halt komplett. Alter. Holy shit. Beten 2, Preispoolvorschau. Holy shit. Okay. Ah, ich weiß nicht. Was meint ihr? Schreibt es mal in die Kommentare, was ihr von dem Spiel hält. Oder haltet. Eichen, Junge, dann kommen die Pets so wieder. Ja, what the fuck. Holy shit. Also ich weiß nicht, ob das am Ende wirklich auch nur so ansatzweise so cool wird wie hier im Video. Aber es schaut ja schon echt vielversprechend aus. Also wenn das Endgame so ist, wie man hier gerade sieht, dann habe ich Bock drauf. Aber ich weiß halt nicht, ob das wirklich so krass wird. Was ist hier einlösen? Was bedeutet einlösen? Preis gesamt. Hier. Bete einmal.
Genau, Kristalle. Was haben wir jetzt hier? Oh. Kaufe vernünftig, zahle verantwortungsbewusst. What? Was? What? Preispull-Shorts, okay. Transparenz finde ich gut. Okay. Was haben wir hier? Wir brauchen ja zum Beispiel ein Beten. 900 irgendwas? 900 Kristalle. 900 Kristalle kosten. Kann ich mir was kaufen, oder? Weil 900 Kristalle kosten. Das Ding ist halt aber. Das ist halt wieder so ein Rotz. Also ganz im Ernst. Oh, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist. Also ich finde das Spiel an sich nett, aber mit dem Ingame-Shop, da verbauen die sich halt schon wieder, oder was heißt, die verbauen sich gar nichts, aber der Ingame-Shop, der regt mich halt schon wieder unfassbar auf. Du hast halt wieder diese ungeraden Preise mit ungeraden Zahlen, das heißt, du hast jetzt irgendwie so 10,99 €, dafür kriegst du 700 von irgendwelchen Dingern, und wir hatten das Thema schon mal. Es gibt keinen einzigen Grund, warum man, also keinen 1:1-Faktor haben sollte, Außer, man will einfach den tatsächlichen Preis oder den Wert verschleiern. Und das regt mich auf. Mach doch einfach 10-Euro-Packages für 1000 dieser komischen Münzen da. Und mach nicht irgendwie so 10,99 € für 700 oder 7250 für 114,99 € oder so ein Scheiß. Also, könnte ich mich schon aufregen. Also, was rechnen wir jetzt hier gerade? Also, 1800. Kosten 30 €. Dann rechnen wir mal ein bisschen großzügig, ungefähr die Hälfte kosten 15 €. 15 € für 10 Mal beten hier. Ja, das ist teurer als die Kirchensteuer bei uns. Und die Preispool-Chance. Players can consume Stones of Prayer to make an Appearance Wish. An Appearance Wish, you can obtain Orange, Purple, Quality Appearances. Okay, warte mal, warte, was? Aber es war nicht nur Appearance, oder? Ach, das sind nur Kostüme. Ach so. Ja, dann ist es okay. Ah, Tag 1. Oh, was heißt hier gerade? Okay, Login-Belohnung ist auch cool. Weg zur Elite. Ja, es hatte irgendwie was, aber ich kann es echt nicht genau sagen. Irgendeine Truhe. Focus? Ach, die kann ich noch verstärken, okay. Ja, ich weiß es nicht. Also, ich bin ehrlich gesagt unsicher. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das Spiel wirklich jetzt geil finde, ob ich es feiern soll und feiern kann. Es ist eine ganz, ganz schwierige Sache irgendwie. Es ist irgendwie ein bisschen unfertig. Es ist ein bisschen. Die Steuerung gefällt mir nicht so gut irgendwie. Hier läuft irgendeine Zeit ab oder so. Ja, es fühlt sich halt irgendwie so ein bisschen unfertig an, leider. Also, ich muss sagen, so das Potenzial, was das Game hat, glaube ich, ist schon relativ groß. Weil MMORPGs, gute MMORPGs, gibt es effektiv gar nicht mehr, oder keinen neuen zumindest. Questgebiet erreicht. Ich check's nicht, ich check's auch wieder nicht. Also ich check gar nichts aktuell. Kamerinroten Kumpel. Jetzt kriegen wir eine krasse Rüstung, okay. Fangen, was ist fangen? Hä? What? Ich habe einen Mount? Wie kann ich lenken?
Wie kann ich steuern? Kann ich... Hallo? Stopp! Stopp! Hä, was passiert denn? Stopp! Hä? Was passiert denn? What? Yetis kenne ich. Okay, Yetis kenne ich. Ey, ich finde dieses Spiel so geil und es ist irgendwie trotzdem so komisch. Es ist super strange alles, also ich weiß es echt nicht. Ist da ein anderer Spieler hier? Warum bin ich Level... Warum starte ich mit Level 42? Ich kapier's nicht. Tägliches System beigetreten. Böses Yetis mit Respawn. Das ist irgendwie schon mal ziemlich kalt. Das ist krass. Gut gemacht. Das ist immer kälter. Ja, ich muss immer aufhören. Also, ich meine... Gut, man verdient halt langsam nach und nach die Rüstung und so, das ist ganz cool gemacht eigentlich. Aber zu viele Sachen ist einfach zu verwirrend für mich persönlich. Gut, ich gehe jetzt noch da rein und dann schauen, was da drin ist. Vielleicht irgendein Dungeon oder so. Also ich bin nicht so hundertprozentig überzeugt. Potenzial hat dieses Spiel eigentlich krass viel. Also es könnte. Wenn man es ein bisschen anders umgesetzt hätte, hätte es wirklich ein FLIVE-Nachfolger werden können, finde ich. Natürlich jetzt nicht in Form von FLIVE 2. Sondern einfach... Wenn man mit FLIVE einfach durch ist, dass man sagt, okay, Tarisland oder Tarisland, könnte einfach eine Alternative sein zu FLIVE. Und ich glaube, man war eigentlich schon echt verdammt nah dran. Das Ding ist halt nur, man hat sich so ein bisschen für einen falschen Weg entschieden, wie ich finde. Es ist halt wieder dieses ständige Questen. Dann läuft man auch noch automatisch zu diesen Gebieten hin, finde ich komisch. Steuerung ist komisch, also hier die rechte Maustaste gedrückt halten muss, um mich umzusehen, finde ich auch echt extrem nervig. Ja, und auch so mit der Steuerung QEWR 1 bis 7, dann immer noch irgendwie ausweichen. Ich weiß es nicht, also es ist dann alles ein bisschen komisch irgendwie so. Also ich finde halt, FLIVE hat wirklich so einiges perfektioniert. Ich meine, du kannst mit der Maus steuern, hin und her klicken. Kamera dreht sich automatisch, springen, das ist natürlich ganz normal springen. Und mit den F-Tasten kannst du dich dann quasi halt eben deine Skills casten. Und hier musst du irgendwie so WASD, da musst du irgendwie von einer Taste runtergehen mit der mit dem Mittel- oder Zeigefinger irgendwie rauf zu den numerischen Tasten. Ist irgendwie ein Freund von mir, oder was heißt ein Freund, ein Spieler in Minecraft zu mir sagte, also man fühlt sich so wie Piano am Klavier. Oder wie nicht Piano, Klavier. Wie Mozart am Klavier oder so. Ja, das ist ein bisschen der Nachteil. Also, für mich ist das Game so ein, weiß nicht mehr, 5 von 10. Aber die Richtung ist ein bisschen die falsche irgendwie. Also die Hälfte der Richtung ist perfekt, die andere Hälfte ist nicht so meins.